Manische Musik ist eine Mischung aus afrikanischen, lateinamerikanischen, Jazz und spanischen Einflüssen. Und ich habe eine Frage: Sind Sie bereit, mit mir nach Kuba zu gehen? Sind Sie bereit? Hallo und guten Tag. Ich bin Christoph Gupta und Produzent der Show Ritmo y Passion, aus der wir eben einige Auszüge sahen. Unter anderem eine Flamenco-Tänzerin, die sich amüsierte, über zwei Kubaner, die ihren Stil zu imitieren versuchten, sowie die umwerfend charmante wie auch selbstbewusste Olvido Ruiz, die uns mit auf eine Reise in ihr gebürtiges Kuba nahm. Eine solche Mischung aus Charme und Selbstbewusstsein ist selten hierzulande. Starke Frauen mit Migrationshintergrund haben in unseren Shows schon immer eine wichtige, häufig dominante Rolle gespielt. Doch laut Diversitätslobbyisten haben es Menschen wie Sie oder die indische Kathak-Tänzerin Sharmila Sharma besonders schwer. Als Frauen, Immigrantinnen und Dunkelhäutige seien sie häufig alltäglicher Diskriminierung ausgesetzt. Sexualisierte Gewalt nimmt zu. Wir werden diskriminiert, unterdrückt, ausgebeutet. Es reicht. Wenn wir streiken, steht die Welt still. Bei uns gab es durchaus harte, zum Teil robust geführte Diskussionen. Doch nie spielte das Geschlecht, die Hautfarbe, die sexuelle Orientierung eine Rolle. Und wir hatten eben Menschen aller Couleur bei uns zu Besuch. Ich will es aber genauer wissen und schreibe Olvido und Sharmila an. Haben Sie von Diskriminierungserfahrungen zu berichten? Von Olvido werde ich auf später vertröstet. Sie hat zurzeit andere Prioritäten. Sharmila antwortet nur knapp, als Immigrantin habe sie keinerlei Diskriminierung erfahren. Auf mögliche andere Benachteiligungen geht sie trotz Nachfrage gar nicht ein. Ich probiere es ein drittes Mal bei unserer Tänzerin Odalis Galvez. Sie antwortet mir nur kurz: Keine Erfahrungen gemacht. Ich glaube, man merkt es an den knapp gehaltenen Antworten der drei Damen. Auch auf Nachfragen scheint es für sie kein sonderlich relevantes Thema zu sein. Dabei kann Diskriminierung jeden betreffen, von der schwarzen Lesbe bis zum quotendiskriminierten weißen Mann, der sich aber bitteschön nicht beschweren soll. Als früherer Anti-Apartheid-Aktivist und Bewunderer Nelson Mandelas möchte ich ermitteln, ob Werte wie Ehrlichkeit und Selbstverantwortung in den öffentlichen Debatten unter die Räder geraten. Verdrängt die Fixierung auf materielle Vergleiche, Statistiken und Prozentsätze Werte wie Respekt, Dankbarkeit und Achtsamkeit? Etliche Lobbys arbeiten gegen Diskriminierung von Frauen, ethnischen, sexuellen, religiösen und anderen Minderheiten. Dies hört sich einerseits gut an, denn tatsächlich ist Chancengleichheit fundamental für ein Gerechtigkeitsempfinden und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite geht es darum, tatsächlich Unterprivilegierten zu helfen oder, wie Kritiker monieren, um privilegierten Zugang zu Posten und Macht. Diese Frage möchte ich sowohl an Lobbyvertreter als auch deren Kritiker stellen. Ich fange an mit Monika Ebeling. Sie war Gleichstellungsbeauftragte in der Stadt Goslar, der Region, aus der ich selbst stamme. Da ist ja fast so ein Boom auch zu verzeichnen, dass man für alles Mögliche Beauftragte haben möchte.
Man spaltet dann die Gesellschaft auch in unterschiedliche Subkulturen sozusagen und Minigruppen, Minderheiten und möchte dann über die Gleichstellungsarbeit oder Antidiskriminierungsarbeit eintreten, um diese Minderheiten irgendwie gleichzustellen. Ich habe mit Frauenbeauftragten oder Gleichstellungsbeauftragten in einem Raum zusammengesessen, als diese NGO geändert wurde. Und dann haben die sich so gegenseitig gefragt, müssen wir denn jetzt in der Stadtverwaltung, wo so viele Frauen arbeiten, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass in der Abteilung 50% Männer sind und 50% Frauen? Und dann hat eine so eine ältere Frauenbeauftragte hat dann, nein, das müssen wir nicht. Ne? Natürlich müssten wir das. Ne? Wir müssten, wenn das so wäre, müssten wir beim Kanalarbeiter, müssten 50% Kanalarbeiterinnen sein. Ne? Bei den, weiß ich, Rettungshubschraubern müssten 50% Pilotinnen sein und so weiter. Das ist doch ein Irrwitz. Ne? Also auch eine, also wo sind wir da hier beim Fünfjahresplan der DDR oder was ist da los? Ne? So wie es ursprünglich formuliert war, viel halte, weil ich es wirklich gut finde und vernünftig geschrieben und angemessen und auch reif, menschlich reif. Ja. Aber es muss gelebt werden und nicht verwässert und verändert und verschlimmbessert und so. Und das ist, dagegen wehre ich mich eigentlich. Das mittlerweile als bedenklich ansehe, wie das Grundgesetz ausgehöhlt wird. Es betrifft anfangs Artikel 3 und 33, aber es sind mittlerweile auch andere Artikel betroffen. Ich treffe mich mit Aymed, die eine bemerkenswerte Biografie hat. Sie war schon in der Schule ein Mathe-Crack, beschäftigt sich gerne mit Logik und hat in ihrer Heimat Kolumbien IT bzw. Programmieren studiert. In Berlin leitet sie ein Team von Systemingenieuren bei einem großen Domain bzw. Webhoster. Mein Schwerpunkt ist JavaScript, JSON, Angular und MySQL, das findet im Mac. Und bist die einzige Programmiererin, die weibliche? Aktuell sind sie zwei Frauen. Und der Rest sind 14 Leute. Wir sind allgemeine 16 in meiner Gruppe. 14 Männer und 2 Frauen. Und hättest du einen Tipp für Frauen, die das machen wollen, die Programmiererinnen werden wollen? Leidenschaft, neue Sachen zu machen, zu bauen und dann, ja. Was kannst du sagen in Bezug auf Diskriminierung? Überhaupt nicht. Das ist, die Leute ist total nett. Sehr kollegial. Und haben dir andere Frauen, Kolleginnen erzählt von Diskriminierung, von Belästigung? Dass ich aber das gehört in meiner Firma? Nein. Nee. Was ihr Gehalt betrifft, erzählt mir Aymed, hat sie gelernt, nicht passiv auf Erhöhungen zu warten, sondern selbst strategisch vorzugehen. Wie sie das macht, erfahren wir noch im weiteren Verlauf. Vielleicht ist Diskriminierung einfach nicht so einseitig oder auch nicht so alltäglich wie von spezialisierten Lobbys ausgerufen. Ein Vorbild für Millionen von Menschen, auch in Bezug auf Diversitätspolitik, ist Nelson Mandela. Er nutzte die Vielfalt seines Landes, um die Menschen hinter seine Idee einer Regenbogennation zu bringen. Grenzen zu überwinden, Feindbilder von Weiß gegen Schwarz, Mann gegen Frau aufzuweichen und die Idee einer Regenbogennation wahr werden zu lassen. Schauen wir in einen Film von 2009, der ein besonderes Glanzstück von Mandelas Politik beleuchtet. Den Sport zu nutzen, um die Menschen seines Landes hinter die Idee einer Regenbogennation zu bringen. Und
trying to understand what the chant is. And I realized that these white South African people were chanting their president's name. It was just Nelson. Nelson, Nelson. Nelson, Nelson. Nelson, Nelson. That was one voice. I never thought that we would hear that at a rugby stadium. At the time, I think it was just fantastic. We didn't know what hit us. I mean, it was just the most phenomenal. It was really quite incredible. The image of a joyous Mandela celebrating with the national team was mirrored in every corner of the once broken country. South Africans at last were rejoicing as one. Then we had 65,000 South Africans here today. Tremendous support. David, we didn't have 60,000 South Africans. We had 43 million South Africans. It was freedom all over. The moment that the cup was handed over to Madiba, I told myself, these are people that I have to build this country together. There's one South Africa, all my hatred. He's going to gain me absolutely nothing. Warum ich diesen Film mache? Immer mehr Menschen verlieren den Glauben an Meinungsführer aus Politik, Kultur und Medien. Apathie oder Zynismus machen sich breit, sowie die Leugnung der dem eigenen Denkmuster widersprechenden Argumente. Das stelle ich auch im eigenen Freundeskreis fest. Persönlich glaube ich, wir sollten die Debattenkultur zu Themen wie Integration, Gerechtigkeit und Diskriminierung nicht alleine professionellen Lobbys überlassen, denn diese haben ja zwangsläufig Eigeninteressen, schon um den Subventionsfluss zu sichern. Nicht nur als Multikulti-Produzent, sondern eben auch als Sohn eines indischen Immigranten und einer Deutschen möchte ich mich dem Komplex von Identität, Diskriminierung und Diversität widmen. Mein Vater war als junger Ingenieur aus Bengalen nach Deutschland gekommen. Hier hatte er meine Mutter kennengelernt. Ob Familie aus dem nahen oder fernen Ausland, Freunde aus Polen oder Pakistan, Spanien oder Indien, alle waren willkommen. Begriffe wie kulturelle Aneignung oder Dekolonisierung waren Fremdwörter. Man bereicherte sich gegenseitig von gleich zu gleich und erweiterte so den Horizont. Sicher trugen die großartigen indischen Gerichte, mit denen mein Vater als Hobbykoch uns und unsere Gäste verwöhnte, etwa Currys mit Blumenkohl oder Fisch, Linsen, Dal genannt, Pakoras und Paratas, gefüllte Teichtaschen, das ihrige dazu bei, sodass aus Bekanntschaften langjährige Freundschaften wurden. Denn diese geht, wie bekanntermaßen die Liebe auch, durch den Magen. Mein Vater zeigte weder Stolz noch die hierzulande häufiger anzutreffende Geringschätzung gegenüber dem eigenen Land. Als Hindu nahm er seine Herkunft als Karma, als seine Bestimmung schlicht hin. Thank you.
Rabindranath Tagore begann mit 8 Jahren zu dichten. Rilke bewunderte ihn und trug zur deutschen Tagore-Euphorie in den 20er Jahren bei, von der sich hingegen Thomas Mann nicht anstecken ließ. Gandhis Ehrennamen Mahatma, die große Seele, stammt aus Tagores Feder. Beide, Gandhi wie Tagore, kritisierten den Materialismus der westlichen Welt wie auch das indische Kastensystem bezüglich beispielsweise der Diskriminierung von Unberührbaren. Und beide glauben, die Fixierung auf Geld und Konsum würden die Menschen abbringen von dem Konzept des Dharma, des Wegs auf der Suche nach Wahrheit und Erlösung. Beide sind skeptisch gegenüber großen Regierungsplänen im Namen des Guten. Sie setzen dagegen auf die Verantwortung des Individuums, denn auf den Staat zu warten, mache abhängig und träge. Tagore gründet Erziehungsanstalten und Ashrams. Gandhi spricht vom Staat als einer seelenlosen Maschine, die anstatt dem Menschen zu dienen, ihm immer mehr Rechte im Gegenzug nehme und wie in einem faustischen Vertrag die Autonomie und Seele des Menschen verloren ginge. Ich habe mich im Zuge eben der Vorbereitung für dieses Filmprojekt mehr mit Mahatma Gandhi und seinem Pfad zur Wahrheit, dem Festhalten an der Wahrheit, beschäftigt. Gandhis Weg ist der des Satyagraha, dem Festhalten an der Wahrheit zur eigenen Reinigung wie der des Gegners. And since faith itself cannot be proved by extraneous evidence, the safest course is to believe in the moral government of the world, and therefore in the supremacy of the moral law, the law of truth and love. Exercise of faith will be the safest where there is a clear determination, summarily, to reject all that is contrary to truth and love. Was das Thema der Ehrlichkeit betrifft, so habe ich bei meinem Vater festgestellt, dass es ihm viel weniger als den meisten Menschen hierzulande darum ging, eine einmal bezogene Position auf Biegen und Gebrechen zu verteidigen, sondern er ließ sich auch auf neue Argumente ein, wenn man ihm die entsprechenden Fakten brachte. Denken wir mal daran, an das Bevölkerungswachstum nicht nur in afrikanischen Ländern. Indien zum Beispiel hatte bei der Unabhängigkeit um die 300 Millionen Einwohner. Heute hat es 1,3 Milliarden. Für jeden eigentlich, der sich mit diesem Riesenland beschäftigt, ist klar, wir könnten nicht 10 und auch nicht 1% der Menschen von dort aufnehmen, sollte es dort große Krisen geben. Vielleicht führt das auch zu einer größeren Rationalität im Umgang mit Fakten und Statistiken anstatt deren Verleugnung. Ich werde der Frage nachgehen, warum beispielsweise so viele indische Immigranten trotz ihres merkwürdigen indischen Akzents, über den sich viele Leute lustig machen, so viel sozialen Erfolg haben und von Diskriminierung von ihrer Seite so wenig zu hören ist. Die Diskussionen zum Thema Diversität kommen eigentlich aus dem angloamerikanischen Raum. Sie positionieren Menschen aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe in privilegierte bzw. Opfergruppen ein. I want to go talk to Peterson. Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest? The presence of Nazis and white supremacists assaulting people at your protest, do you have any comment on that?
Yeah, I don't like Nazis. Then why? Why were they here? Would you like to disavow the physical violence? Trans people were physically assaulted at this rally in your name. Would you like to disavow that violence? Yes. So you wish that didn't happen, and absolutely. You want to, and I'm going to post this online that you would like people to not to be more accommodating of trans people and people of color at your events in future. I would I'm like a person there of to color. Be no Listen, violence. I'm a person of color, and I felt very accommodated. I'm a person of I felt color like too. My voice. Thank you very much. Zähle ich nun als Mann, als eher Privilegierter, jedoch als Sohn eines dunkelhäutigen, nicht-christlichen Einwanderers dann doch wieder eher zu den Unterdrückten? Und wenn es Quoten für Frauen gibt, müssten dann nicht die privilegierten, hellhäutigen, heterosexuellen Damen erstmal hinten anstehen und solidarisch die noch diskriminierteren Minderheiten bevorzugen? Gibt es diese gelebte Gruppensolidarität? Oder ist Identitätspolitik auch ein hartes Geschäft um Einkommen, Macht, Ressourcen und den Aufbau neuer Netzwerke? Was ist etwa mit jenen Trennungsvätern und deren Kindern, denen der gegenseitige Kontakt versagt bleibt? Finden sie irgendwo Gehör? Fragen über Fragen, die die Komplexität der Gemengelage verdeutlichen. War es früher der engstirnige Nationalismus, der Menschen in ein Korsett gepackt hat? Ist es dann heute vielleicht der Versuch, über ethnische oder geschlechtsbezogene Linien wieder zu einer Art Stamm zusammenzufinden, um sich abzugrenzen? Sind wir vielleicht überfordert mit dem außerordentlichen hohen Grad an Freiheit, den wir in westlichen Ländern haben? Wir können auswählen aus Tausenden von verschiedenen Studiengängen. Wir müssen gar nicht mehr hart körperlich arbeiten. Die sprichwörtlichen Müllmänner sind eben Männer, meistens auch noch weiß. Also ich bin eine geborene Optimistin, sonst wäre ich wahrscheinlich schon ausgewandert. Ich bin nur in einem sicher, dass eine Politik, und das haben ja die kommunistischen Regimes bewiesen, die völlig abgekoppelt von der Realität betrieben wird, irgendwann auf den Boden der Realität aufschlägt. Wann das sein wird, weiß man nicht. Aber diese Politik, die im Augenblick betrieben wird, das betrifft die Euro-Rettung, das betrifft die Energiewende, das betrifft die Migrationspolitik, hat mit der Realität nichts zu tun und wird irgendwann ganz hart in der Realität aufschlagen. Was sich dann, auf welche Weise sie aufschlägt und was sich dann daraus entwickelt und welches die Folgen sind, auch das ist schwer vorauszusehen. Die alltäglichen Vorkommnisse, mit denen wir jetzt zu leben gezwungen sind, also dass kaum noch ein Volksfest stattfinden kann in unserem Land, ohne dass es Betonbarrieren, Polizei, schärfste Polizeibewachung gibt, dass eine Frau alleine nicht mehr joggen gehen soll. Wir leben schon unter Verhältnissen, wie wir sie noch Ende der 90er Jahre uns gar nicht hätten vorstellen können. Ich war mal vor Jahren mit meinem Mann in Australien und habe da so eine australische Zeitung gelesen und da habe ich gesagt, guck mal Harald, der Artikel ist ja irgendwie toll. Da schreibt der, der Politiker so und so sagt das und das dazu, der sagt das und das dazu und der sagt das und das dazu. Und wenn man das liest, kann man seine eigene Meinung dazu finden. Das erlebe ich hier so nicht. In der Formulierung des Journalisten wird schon eine Bewertung eingearbeitet und es wird so quasi so suggestiv gefragt, dass das Ergebnis feststehen muss. Also es ist keine, diese Diskussionskultur und diese
Differenziertheit. Also wir fordern immer Diversität, aber in den Meinungen die Diversität bleibt irgendwie auf der Strecke. Ne? Was mich dabei auch immer ein Stück ärgert, also diese Diskussion um diese hohen Posten in Politik und in Vorständen und so weiter, wenn man sich eine Pyramide vorstellt, eine Frauenpyramide sozusagen, dann betrifft das vielleicht da oben dieses kleine Drittel. Und ich habe das schon, als ich Gleichstellungsbeauftragte war, in die Diskussion da eingeworfen, warum soll ich mich als Gleichstellungsbeauftragte für ein elitäres kleines Drittel engagieren? Es ist doch, liegt doch viel mehr nah, mich für die Basis, für die große Menge sozusagen zu engagieren. Die wenigsten Frauen machen so eine Art Karriere. Die wenigsten Frauen haben die Härte oder diesen Drang, in solche Posten zu kommen. Aber das Thema wird so mächtig gemacht, als würde das alle Frauen betreffen. Und das ist eine Lüge, das stimmt überhaupt gar nicht. Ne? Das geht nicht danach, ob das ein Mann oder eine Frau ist, sondern es geht danach aus, welche Erfahrungen bringt ein Mensch mit. Ja? Und was hat er schon, was kann er, wofür steht er, wie hat er überzeugt im Vortrag? Was ist das für eine Persönlichkeit? Darum geht das. Ja? Ob das ein Mann oder eine Frau ist, das hat uns auch nie interessiert. Also für mich ist das auch so ein bisschen so eine Neiddebatte. Und es ist auch so, wenn ich manchmal mit Leuten, die nicht so damit zu tun haben, wenn ich dann anfange, so zu reden, wie wir jetzt uns unterhalten, die wissen oft gar nicht, worum es geht. Aber die können mit dieser ausgiebigen Diskussion darüber, können die gar nicht so mithalten. Genau. Ne? Weil das ist ja auch ein Grund, weshalb ich dieses Filmprojekt mache. Und gewisse Programme laufen dann auch so, zum Beispiel dieser Girls Day diese MINT-Programme. Ja, ne? Ja. Also ich habe ja da als Gleichstellungsbeauftragte dann in diesen Frauenrunden gesessen und dann sollte jetzt irgendwie Werbung gemacht werden für das MINT-Programm. Und ich habe gedacht, ja mein Gott, privilegierte Mädchen, die studieren wollen, die können doch selber entscheiden, ob sie nun Germanistik studieren wollen oder Ingenieurwissenschaften. So ist das. Wollen sie viel Geld verdienen oder wenig Geld verdienen? Das geht ja einher mit dieser Opferthematik. Also Frauen zum Opfer zu stilisieren, zu so einem Daueropfer und Männer zum Dauertäter zu stilisieren, Feindbild Mann, das bedeutet ja auch, dass die Frau sozusagen immer klein ist.